schreiben wir es Ihnen einfach mal zu. Sie hören das Morgenmagazin auf Radio Korax, 10 Uhr. Statt der Nachrichten könnte es sein, dass Sie jetzt Service erhalten, der nicht nachrichtentechnisch ist. Es gibt ein Buch, das auf den Namen Handbuch Widerstand gegen Hartz IV hört. Da steht sozusagen tatsächlich alles schon im Titel. Aber die Frage ist die Motivation und wer. Hinter diesem Buch steht Burkhard Tombub. Er ist Aktivist gegen Hartz IV, wenn man so möchte. Und interessanterweise allerdings nicht zuletzt in seinem Arbeitsleben allerdings eine ganze Zeit lang gezwungen gewesen, Hartz IV durchzusetzen. Denn er war Mitarbeiter des Jobcenters und ist es auch heute noch, allerdings freigestellt. Ich sage erstmal guten Morgen, Herr Tombub. Ja, guten Morgen, Herr Nikolai. Ich würde ganz gern an der Stelle ansetzen, nämlich bei Ihrer Person und Sie fragen, wie es dazu gekommen ist, dass Sie als Mitarbeiter des Jobcenters quasi den Seitenwechsel zum Kritiker bzw. zum Widerständler gegen Hartz IV gekommen sind. Ja, kann ich gern einiges dazu sagen. Noch eine kleine Korrektur vielleicht. Freigestellt stimmt, aber es war schon ein wenig vorher, dass ich also zurück zum entsendenden Arbeitgeber gebeten wurde, ne, weil das Jobcenter hat ja gar keine eigenen Mitarbeiterinnen. Die kommen entweder von der Arbeitsagentur oder von den Kommunalverwaltungen. Und ich war dann mehr oder weniger deutlich aufgefordert, wieder zurückzugehen. Und danach kam dann auch noch die Freistellung. Aber das ist jetzt nicht so interessant. Ich bin gelernter Sozialarbeiter. Ich habe vor dem Jobcenter als Sozialfachkraft in einem Sozialamt gearbeitet. Da haben wir eigentlich relativ ähnliche Dinge getan. Nur da gab es das Bundessozialhilfegesetz. Und mit der Agenda 2010, zu Beginn des Jahres 2005, kam das SGB II, Sozialgesetzbuch Nummer 2, Hartz IV. Und da mussten wir alle Fallmanager werden. Die ganze Sache wurde uns damals doch deutlich anders verkauft, als sie sich dann entwickelt hat. Die Bedeutung der Sanktionen wurde heruntergespielt. Wir wurden hingewiesen auf die tollen neuen Möglichkeiten, die wir den zumeratenden Menschen anzubieten haben. Es wurde uns gesagt, ja, wir haben dann weniger Fälle, nur noch 75 statt vielleicht 150. Dazu, ich habe aufgehört im Jobcenter mit 436 Kunden. Und wie gesagt, ich war Sozialarbeiter. Ich habe die Sache immer kritisch gesehen und im Verlauf, wie sie sich entwickelt hat, immer und immer kritischer. Und irgendwann ist mir auch klar geworden, dass damit nicht nur eine Verschlechterung stattgefunden hat, sondern es gibt die Möglichkeit, Menschen um bis zu 100% zu sanktionieren. Dabei ist jene Kürzung, jene Sanktionierung unterstreitet das Existenzminimum, denn der Hartz-IV-Satz ist das Existenzminimum eigentlich. Ne? Hm. Und das ist mir klar geworden, es reicht in Deutschland nicht mehr, in Not zu sein, bedürftig zu sein, Hilfe zu brauchen, das ist kein Grund mehr, Hilfe zu bekommen. Und das war vorher anders. Hm. Und deswegen musste ich jetzt auch was schreiben. Es gibt bereits eine Menge toller Literatur von der Inge Hannemann, vom Norbert Wirsbin. Der Harald Thome hat zu den Rechtsfragen viel geschrieben. Aber ich wollte die Leute ein bisschen, die Menschen ein bisschen ermutigen, moralisch stärken. Und ich wollte auch ganz konkrete Handreichungen für den Alltag geben. Mhm. Bevor wir mal drauf gucken, was Empfehlungen sein könnten, ne? Also sozusagen die Praxis zu Ihren Tipps, würde mich mal interessieren, weil das können ja nur wenige sagen, nämlich nur die tatsächlich auch kritisch in dem Job gearbeitet haben, wie groß sind denn Handlungsspielräume der sogenannten Fallmanagerinnen und Fallmanager im Umgang mit Sanktionsmaßnahmen und im Umgang mit den sogenannten Kunden? Ja, das ist eine gute Frage, zumal es, obwohl Bundesbehörde in unserer Republik unterschiedlich aussieht und weil ich denke, es werden alte und neue Mitarbeiter werden auch unterschiedlich beeinflusst. Ne? Also ich denke mal auf neue Mitarbeiter, die vielleicht selber nur einen Zeitvertrag haben oder als Berufsanfänger
sich auch noch orientieren müssen. Da wird dann direkt zugegangen und da wird gesagt, so, hier, die Kennzahl muss stimmen, die andere Kennzahl auch. Die Statistik ist hier das A und O. Ne? Wir müssen die passiven Leistungen senken. Die Leute müssen irgendwie aus der Statistik verschwinden, egal wie. Ne? Und bei älteren Mitarbeitern, die vielleicht auch noch sozial engagiert sind, da läuft die Sache dann eben etwas subtiler. Da gab es anfangs auch noch etwas mehr Handlungsspielräume. Nur, ich meine, wir haben einen Oberst der Reserve, den Herrn Weise, der ist der oberste Chef. Und auch das wirkt sich im Laufe der Jahre immer weiter aus. Ne? Und die Spielräume sind theoretisch vorhanden, nur es gibt einen subtilen Druck, gibt eine Sanktionsquote, die darf nicht mehr so genannt werden, offiziell gibt es sie auch nicht mehr, aber natürlich werden die Abteilungen untereinander verglichen und jeder einzelne Mitarbeiter wird kontrolliert, was er da macht und was nicht. Ne? Okay, dann können wir ja mal konkret gucken. Die Maßnahmen sind das eine, ne? Aber die Begrifflichkeit Widerstand gegen Hartz IV, ja. Welche Möglichkeiten der Widerstandsleistungen gibt es denn von denen, die da ja am Ende sozusagen zur, ich sag, für mich ist das tatsächlich etwas, zur Demütigung auch antreten müssen? In der Tat, so ist es. Weil es wird immer gesagt, im Jobcenter, die Menschen müssen ja nur das tun, was sie können. Ne? Und das zu beurteilen, ist ein durchschnittlicher Fallmanager und Leistungssachbearbeiter nicht in der Lage. Da ist oft nur ein guter Psychologe nach etlichen Gesprächen dazu in der Lage. Und von daher kann man in der Tat oftmals von einer Demütigung ausgehen. Erwachsene werden behandelt wie zu erziehende Kinder. Ne? Aber es ging um die Fragen des Widerstandes. Ich meine, das fängt ganz unten an, damit, dass man nichts verschenkt, dass man seine Rechte kennt, dass man sie wahrnimmt, dass man schaut, dass man präpariert in Gespräche hineingeht, dass man weiß, man kann jemanden mitnehmen, einen Beistand, das Recht hat man. Es ist wichtig, dass man immer belegen und beweisen kann, dass Unterlagen abgegeben wurden. Dann kann man natürlich jetzt sagen, ist das denn Widerstand? Ich denke, das ist es schon, ne? Weil ich denke, damit fängt es an, seine eigenen Rechte zu wahren, zu kennen. Es ist wenig genug Geld und es sind wenig genug Rechte. Diese sollte man wahrnehmen. Ne? Und man sollte, ein ganz wichtiger Satz, kalter Zorn statt blinde Wut. Ich denke, viele Leute resignieren und verzweifeln, Depressionen verstärken sich, andere stauen es in sich auf und drehen irgendwann durch. Mit beiden Reaktionen ist nicht gedient. Ne? Ich habe in dem Buch zum Beispiel auch eine sehr große Sammlung an E-Mail-Adressen und Postadressen, so dass man eine Beschwerde direkt verschicken kann an nicht nur an den Sachbearbeiter, den Fachbereichsleiter, Teamleiter und Geschäftsführung, sondern auch an die Regionaldirektion und direkt nach Nürnberg. Ne? Und so, dass alle anderen wissen, dass man alle angeschrieben hat. So etwas kann Eindruck machen. Und erst im nächsten Schritt fordere ich dann auch auf, sich irgendwo zusammenzuschließen, sich nicht zu verstecken, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, Beratungsstelle, Verwandte, Freunde, eventuell je nachdem auch Pfarrer, Pastoren, Imam, Hausärztin und natürlich im Internet. Und ich empfehle, an die Öffentlichkeit zu gehen mit anderen Menschen. Es gibt die Möglichkeit zu Leserbriefen, zu Mails, an Illustrierte, an Radio- und Fernsehstationen, Radiostationen zum Beispiel auch, ne? Leserbriefe an Politiker, es gibt Sprechstunden von regionalen Politikern, Bürgermeister richten öfter mal so etwas ein und man kann sich viel im Netz bewegen. Es gibt Online-Petitionen, Mail-Aktionen allgemein. Und es gibt, wie jetzt am 2. in Berlin, am Arbeitsministerium vom Blockupy, es gibt auch Großveranstaltungen am Arbeitsministerium jetzt am Freitag. Da kann man ganz direkt mal sagen, was
da passiert. Ne? Flashmobs, Sitzstreik, Flugblätter, man kann Veranstaltungen vor den Jobcentern anmelden, das ist kein Hexenwerk. Und die letzten beiden Punkte in der Zusammenfassung, wenn ich das mal einfach so ablesen darf, ne? Bleibe dir stets bewusst, dass du ein Mensch mit gleichen Rechten, gleicher Würde und gleichem Wert bist, wie jeder Sachbearbeiter, jeder Politiker und jeder Gesetzgeber. Der Staat ist der Diener der Menschen, nicht umgekehrt. Und das 10. Gebot ist, tue es. Das Problem an der Sache ist, also zumindest aus meiner Sicht, ne, nicht, ich hab nicht die Erfahrung, weil ich selbst nie Kunde gewesen bin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür auch Momente in Kauf genommen, die das Leben nicht angenehmer gemacht haben, um dieser Mühle zu entgehen. Das heißt also, ich selber habe alles unternommen, um nicht irgendwelchen Jobcenter-Mitarbeitenden ausgeliefert Darf zu sein. Ich an dem Punkt einhaken? Ja, bitte? Daran zeigt sich sehr deutlich, finde ich, an dem ganz konkreten Beispiel, dass eben nicht nur die ALG-2-Bezieher betroffen sind, sondern auch der Niedriglohnbereich. Es ist ein Damoklesschwert, es ist ein Druck, es ist ein Klima der Angst, der auf Leute im Niedriglohnbereich liegt, und es ist weitergehend auch eine Verschwendung von Steuergeldern der Mittelschicht, und es ist für jeden Christenmenschen, für jeden Humanisten und für jeden, der einen Sinn für Gerechtigkeit und auch für Logik und Vernunft hat, alle diese Menschen betrifft es. Und damit letztlich eigentlich uns alle. Ne? Weil es wird immer gesagt, die Kunden müssen nur das tun, was sie können. Deutschland ist auf Platz 6 der reichsten Länder. Wir können unseren Armen und Bedürftigen helfen. Wir dürfen ihnen keine Bedingungen stellen, die zum Teil gar nicht erfüllbar sind. Wir können ihnen helfen, also müssen wir es auch tun. Es gab im MSHG früher die Möglichkeit, in besonders krassen Fällen um 30% zu kürzen. Und dann war Schluss. Der Rest war geschützt. Das war das zum Lebensunterhalt Unerlässliche. Und das haben wir nicht mehr. Die Menschen können ins Bodenlose fallen. Und dagegen müssen wir uns alle wehren. Ein Beitrag zu den Möglichkeiten, sich gegen diese Situation zu wehren, könnte die Lektüre des Handbuches Widerstand gegen Hartz IV liefern. Verfasst hat das Ganze Burkhard Tom Bub, mit dem ich gerade gesprochen habe. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Auskünfte und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank für das Gespräch. Jo, also Hartz IV, wir haben es gerade gehört, das ist diese Individualisierung von Schicksal, der man da unterliegt. Ne? Es geht natürlich erstmal um die eigene Person, und mit der alleine steht man dann da. Man muss aber nicht sein. Erstens gibt es die Möglichkeiten, das zu teilen, die Erfahrung anderer zu nutzen, die Hilfe anderer zu nutzen, mit Zeugen aufs Amt zu gehen, um sozusagen da irgendwie einen etwas stärkeren Moment für sich selbst herzustellen. Und die Forderung von Burkhard Tom Bub war, eben nicht vereinzelt zu bleiben, sondern das Ganze so breit wie möglich anzugehen und vielleicht eben auch in großer Breite Widerstand gegen die Hartz-IV-Gesetzgebung oder dieses System, was dahinter steckt, zu leisten. Das klingt jetzt ganz groß, ist aber notwendig. Mit diesen Worten verabschiedet sich Michael Nicolai vom Mikrofon hier aus dem Morgenmagazin. Wir haben ein bisschen überzogen, es ist gleich 21:45 und mir bleibt an dieser Stelle nur noch Ihnen zu sagen, was Sie erwartet, und das ist im Konkreten das Gesundheitsmagazin steht hier.